Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Professor Dr. Dr. Sternberg, das Wort huldvoll ist Ihnen ja in Ihrer Rede jetzt mindestens zweimal untergekommen. Und das Wort huldvoll erinnert mich allerdings an eine Zeit und an ein Staatsverständnis, mit dem das, was wir hier jetzt zu diskutieren haben, überhaupt nichts zu tun hat. Und wer da was anderes meint, der muss sich, glaube ich, auch mal fragen lassen, was denn sein Staatsverständnis eigentlich darstellt. Und müsste sich auch mal fragen, wie sah denn eigentlich die Novelle aus, die 2007 und 2009 von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung auf den Weg gebracht wurde. Ich habe das Gefühl, da wurde auch einiges reguliert. Ich erinnere mich daran, dass auch da vieles in ein sehr kompliziertes Gesetz gegossen wurde, von dem die meisten, das zeigt ja auch das besondere Interesse heute hier im Saale, doch eher Abstand halten, weil es ein unheimliches Spezialthema ist, Medienpolitik zu gestalten. Und Medienpolitik in Gesetzesform zu gestalten, ist ein besonderes Spezialthema. Und deshalb glaube ich, dass man mit den pauschalierten Vorwürfen, die Sie jetzt versuchen, sozusagen aus diesem Thema zu schlagen, indem Sie sagen, oh, da herrscht ein Staatsverständnis vor, das huldvoll Geld verteilen will. Oder aber, was Sie auch gesagt haben, hier geht es darum, dass also sozusagen kein staatsferner Journalismus mehr möglich, sondern staatlich gelenkter Journalismus möglich sei. Ich frage mich im Ernst, was haben Sie eigentlich für ein Staatsverständnis? Welcher Staat ist das, vor dem Sie da so eine Angst haben? Das macht mir wirklich Sorge, Herr Kollege Sternberg. Und wenn andere dann oh ja schreien, machen die mir gleich Sorge mit. Weil ich finde, wir leben in einem ausgesprochen, sagen wir mal doch, gut geregelten, demokratisch legitimierten, sich insgesamt seiner verantwortungsvollen Rolle bewussten Staat, der den Bürgerinnen und Bürgern sehr viele Freiheiten, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und es ist eben kein Staat, vor dem man Angst haben muss, so wie Sie das hier deutlich machen. Ich bin da etwas verwundert drüber, weil Sie das Staatsverständnis die ganze Zeit ansprechen, stelle ich einfach meins dagegen. Ich lebe gerne in diesem Staat und ich bin froh, dass er vieles reguliert. Ich bin über manche Regulierung auch nicht glücklich. Ich finde auch, dass manches zu reguliert ist. Aber das sind Fragen, die wir dann eben im Einzelfall diskutieren können. Hier sprechen wir über das Landesmediengesetz. Ich nenne es mal so in der Kurzform. Der schöne Titel ist ja von Frau Ministerin und Vorrednern schon mehrfach zitiert worden. Und dieses Landesmediengesetz, das im Entwurf, so wie es uns vorgelegt wurde, finde ich, ist sehr wohl zeitgerecht, ist sehr wohl auf die digitale Welt angepasst. Das war ja gerade der Sinn der Übung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Regierung sich diese Novellierung vorgenommen hat, nachdem wir sie als Koalitionsfraktionen, SPD und Grüne, bei uns in den Koalitionsvertrag als Aufgabe hineingeschrieben haben. Wir haben gesagt, wir wollen das und haben die Regierung aufgefordert, einen solchen Entwurf vorzulegen. Und deshalb darf ich an der Stelle auch mal ausdrücklich all denen danken, die dieses getan haben. Das ist zuvörderst natürlich die zuständige Ministerin, aber auch der Staatssekretär, Herr Dr. Eumann und sein Team und das Team der Staatskanzlei, was sich mit diesen Fragen intensiv befasst hat und uns hier heute diesen Entwurf vorlegt. Also danke dafür. Und es ist unsere Aufgabe jetzt hier im Parlament, Kolleginnen und Kollegen, diesen Entwurf intensiv zu beraten. Und dabei kommt es, glaube ich, nicht so sehr darauf an, dass wir uns jetzt gegenseitig vorhalten, wer welches Staatsverständnis hat, sondern dass wir uns um die Details kümmern. Und die Details sind interessant. Ich finde es zum Beispiel falsch, Herr Kollege Sternberg, davon zu sprechen, dass Bürgerradio eine völlig veraltete Form ist. Es gibt ganz viele Leute, die immer noch gerne in sogenannten Radiowerkstätten arbeiten, wo Jugendliche, Sie haben das selber übrigens in Ihre Novelle reingeschrieben, bewusst an Schulen dieses Programm sozusagen noch mit herangetragen, dass eben dort Radio gemacht wird, und zwar wirklich auf die ganz althergebrachte Art. Man recherchiert ein Thema, man geht mit dem Mikrofon herum, man sammelt Meinungen, Stimmungen ein und macht daraus Berichte, die man dann versenden will. Und es ist eben nicht so, Herr Sternberg, das ist der große Irrtum im Umgang mit dem Internet, dass wir alle glauben, in dem Moment, wo wir was ins Internet setzen, ist das allgemein bekannt. Das ist ja nicht so. Das ist eben nicht so. Das Internet ist ein Abrufmedium nach wie vor. Sie müssen draufklicken, um das zu hören, zu sehen oder abzurufen, was Sie wollen. Das ist der Unterschied zu einem Radio. Wenn Sie es anschalten, kriegen Sie was gesendet. Das Verhältnis von Sender zu Empfänger ist ein völlig anderer als das Verhältnis zwischen Internetnutzern und Leuten, die was ins Internet einstellen. Das muss man, glaube ich, versuchen zu verstehen. Bei allem Respekt vor den 280.000 Menschen, die in Deutschland, die Zahl habe ich gerade gelesen, die in Deutschland twittern. 280.000 Menschen twittern. Widerspricht jemand? Nein. 80 Millionen Menschen leben aber in Deutschland. Das hat für mich noch nicht die Relevanz, auch wenn es sicher eine hat, aber man muss sich darüber klar sein, dass das Internet eine unserer Plattformen ist, eine wichtige und wichtiger werdende, davon bin ich genauso überzeugt wie die meisten hier im Hohen Hause, aber es ist nicht die einzige. Und ich weiß, dass gerade wenn man den lokalen Bezug in der medialen Verbreitung sucht,
dass dann nicht unbedingt das Internet die erste Stufe ist, sondern die lokale Zeitung oder sogar ein lokales Radio. Das ist der Grund, warum unsere Lokalradioangebote im Schnitt relativ erfolgreich sind. Das wird hier keiner bestreiten. Also vor dem Hintergrund wäre es schön und wichtig, wenn wir, und Ansätze dafür sind im Entwurf erkennbar, deutlich machen, dass natürlich die Bürgermedien, ich bin dankbar für den Vorschlag der Plattform, wo man das also sozusagen konvergent natürlich dann auch anbieten und ausbauen kann und die Bürger Teilhabe im wahrsten Sinne des Wortes leben können, aber dass wir auch dafür sorgen, dass die Menschen, die vor Ort Probleme haben mit den Themen, die sie da bewegen, dass sie eine Form, eine technische Plattform haben, das auch zu verbreiten. Und deshalb bin ich froh, dass wir mit Blick auf den Bürgerfunk, ganz klassisch, auch wieder eine Verankerung gefunden haben, was die Förderung desselben betrifft. Und wir werden ja im Zuge der Diskussion über dieses Gesetz auch hier, denke ich, das ein oder andere noch miteinander austauschen. Ich glaube nämlich, dass Teilhabe richtig verstanden heißt, dass die Menschen sich aktiv in die Prozesse, die in der Regel vor Ort und lokal wahrgenommen werden, stärker einbringen können. Und das wird dadurch, dass lokale Zeitungsangebote im Rückzug sind, eigentlich immer schwieriger. Und deshalb glaube ich, dass Bürgermedienangebote, auch Bürgerradio im ganz klassischen Sinne auf entsprechenden Frequenzen in der Region ihre Bedeutung nach wie vor haben und nach unserer hoffentlich dann klugen Gesetzesbefassung und Entscheidung noch stärker haben werden. Also insofern bin ich an der Stelle ganz anderer Meinung als Sie, Herr Kollege Sternberg. Ich halte das für genau das Projekt der Teilhabe. Das betrifft aber viele andere Bereiche auch. Wir haben hier schon eine Reihe von Hinweisen bekommen auf die technischen Entwicklungen, Anpassungen, die vorgenommen werden. Es ist natürlich gut, wenn wir unser Zwei-Säulen-Modell Nordrhein-Westfalen stärken, indem wir der privaten Säule hier eine weitere Möglichkeit, eine stärkere Möglichkeit eröffnen, ohne dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebot auf seinen Frequenzen in irgendeiner Weise zu nahe zu kommen. Ich fand auch ganz beispielhaft den Open Government Prozess, den die Regierung im vorigen Jahr eingeleitet hat. Sagen wir mal, übersetzen wir es mal ins Deutsche und sagen offenes Regieren. Ja, also wir zeigen, wie wir das anlegen wollen, das Ganze in einem vierwöchigen öffentlichen Prozess. Und entschuldigen Sie, Herr Kollege Sternberg, ich habe eben gesagt, 270.000 Menschen twittern in Deutschland, 80 Millionen Einwohner hat das Land. Wenn dann in einem Land wie Nordrhein-Westfalen ein paar tausend Menschen teilnehmen an so einem Konsultationsprozess, dann haben Sie recht, das ist relativ zu 18 Millionen Einwohnern auch nicht bedeutend. Herr Kollege, aber würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Maschen zulassen? Ja, klar, wenn er will. Ja, genau, wenn ich nicht wollte, würde ich nicht drücken. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich musste kurz googeln, das hat etwas gedauert jetzt, aber Sie haben ja quasi dazu aufgefordert, die Zahl der Fragen zu stellen. Von daher sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass 800.000 Menschen in Deutschland Twitter benutzen und dass gleichzeitig aber auch 27 Millionen Deutsche einen Facebook-Account haben. Ja, nehme ich gerne zur Kenntnis und finde das auch sehr beeindruckend. Trotzdem widerspricht es der Argumentation nicht. Ich hatte die 270.000 er Zeitung vor einigen Tagen gelesen, aber Ihre Zahl wird stimmen. Da bin ich gerne bereit, das so zur Kenntnis zu nehmen. Auch 800.000 sind im Verhältnis zu 80 Millionen jetzt nicht die beeindruckende, aber eine schöne Zahl. Ich will das ja nicht in Abrede stellen. Ich will das auch nicht bedeutungsmäßig schmälern. Ich will nur sagen, ich glaube, wir brauchen bei der Betrachtung von Medienpolitik, Herr Kollege Marsching, brauchen wir, glaube ich, ein breiteres Sichtspektrum als nur bezogen auf das Internet. Das Internet ist eine für mich entscheidende Arbeitsplattform, wichtige Arbeitsplattform, aber es ist nicht die einzige. Und ich kenne noch eine ganze Menge Menschen, die durchaus auch das Lineare, also das zeitlich in einer bestimmten Abfolge gesendete Programm wahrnehmen, sowohl im Fernsehen wie im Hörfunk. Man kann doch nicht so tun, als ob keiner mehr Radio hört. Das stimmt alles nicht. Es hören ganz viele Millionen Menschen Radio und ganz viele Millionen Menschen schauen Fernsehen. Ganz besonders beeindruckend immer sonntagsabends 20.15 Uhr. Da ist die Gemeinde der Tatort-Zuschauer geradezu beeindruckend nach wie vor, was zumindest wenn die Quoten stimmen, die da erhoben werden. Also machen wir uns nichts vor. Die Welt verändert sich an bestimmten Stellen sehr, sehr schnell. Aber die Menschen haben durchaus Bedürfnisse, die aus der Welt kommen, etwas langsameren Welt. Und ich glaube, dass wir genau in dem Übergangsspannungsverhältnis hier mit dem Gesetzentwurf werden umgehen müssen und diese Diskussion zu führen haben. Ich will noch hinweisen zu guter Letzt und damit ja auch am Ende meiner Rede, will noch hinweisen auf die entscheidenden Stichworte, nämlich das Stichwort, dass wir eigentlich versuchen, auch mit diesem Gesetz ein Stück Freiheit zu sichern. Und zwar, indem wir Meinungsfreiheit erhalten und Medienvielfalt fortschreiben und sichern. Und ich glaube, dass es genau auf dieses Spannungsfeld auch beim Landesmediengesetz ankommt. Und deshalb freue ich mich auf die weitere Debatte im Ausschuss, wahrscheinlich auch auf eine entsprechende Anhörung und dann auf einen hoffentlich weisen Beschluss irgendwann zum Sommer des Jahres 2014. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmis. Für die Fraktion der FDP.